mal und dann beim Ausatmen den Schultern und Kopf ab. Und bleib hier ein paar Sekunden liegen. Schau, dass du zwischen die Schulterblätter atmest und alles schön öffnest im Rückenbereich. Das Ganze kann man dann noch ein bisschen steigern. Ich mache das mal auf die andere Seite. Indem man jetzt dieses Bein, in meinem Fall das linke, aufstellt und leicht den Po nach hinten schiebt. So, dann hat man ein bisschen mehr Bewegung im Schulterbereich und ein bisschen Gebiss in tiefer in die Dehnung hinein. Auch das ein paar Mal, dann langsam das Bein zurück. Einatmen, den unteren Arm nochmal weit nach oben, ausatmen tief und zurück in die Position des Kindes. Hier ein paar Mal.